Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu World of Warcraft Legion. Wir sind in unserer Ordenshalle angekommen. Unserer Garnison, wer es noch aus Draenor kennt. Und, Ishnu-Allah, ja. Die Legion ist zurückgekehrt und eine unsichtbare Fahrt braucht frisches Blut, eine neue Führung. Die Waffe in eurer Hand belegt, dass niemand anders besser dazu geeignet sein könnte als ihr. Werdet ihr die Führung übernehmen? Werdet ihr den Eid erfüllen, den mein Orden vor so langer Zeit abgelegt hat? Ja, werde ich. Treueeid. Vor euch versammelt seht ihr viele der größten Bogenschützen, Waldläufer, Bestienmeister und Fallensteller dieser Welt. Sie sind alle bereit, gemeinsam gegen die Legion zu kämpfen. Jetzt ist es an der Zeit, dass ihr den ersten Schritt als wahrer Anführer der Jäger unternehmt. Wir treffen uns an der Feuerstelle und legen vor der Statue von Onara unseren Treueeid ab. Berührt die Statue und kniet vor ihr nieder, während ich den Eid rezitiere. Dadurch besiegelt ihr die Wiedergeburt des unsichtbaren Pfads. Okay. Mögt ihr eure Waffe sicher führen? Dann knien wir uns mal nieder. Wir sind die Hüter in der Wildnis. Wir sind der Adler im Wind. Wir beschreiten den einsamen Weg. Denn unserer ist der unsichtbare Pfad. Oh, hä? Da oben am Himmel, seht, Onara, der Geist des Adlers ist zurückgekehrt. Er ist wunderschön. Okay. Der unsichtbare Pfad Onara heißt euch willkommen. ist uns seit der Gründung des Ordens nicht mehr erschienen. Das ist mit Sicherheit ein Zeichen, dass der unsichtbare Pfad unter Fü eurer Führung über die Legion triumphieren wird. Danke für euren Einsatz. Gerne. Altar der ewigen Jagd. Nachdem ihr Jäger aus ganz Azeroth zusammengerufen habt, ist es an der Zeit, eure Aufmerksamkeit der Schlacht gegen die brennende Legion zu widmen. In der Volltrefferhütte befindet sich der Altar der ewigen Jagd. Ich glaube, dass ihr diese antike, mit uralter Magie erfüllte Relikt dazu verwenden könnt, eure Waffe mit noch größerer Macht auszustatten. Geht in die Hütte und sprecht mit Altarhüter Bien, damit er euch zeigt, wie ihr vorgehen müsst. Ja. Adetoras Ethyl. Ja, das Einzige, was ich ein bisschen doof finde, aber das ist wieder immer aus dem Auge des Betrachters gesehen. Die Garnison war ja, da waren wir alleine. Hier sehen wir jetzt, oh, er hat sich schon die 2 Millionen Spinne gekauft. 2 Millionen Gold. Drecksack. Aber ich hole sie mir auch irgendwann. Das, wie ihr seht, wir sehen alle anderen Jäger auch. Also es ist nicht instanziert, beziehungsweise wir sind für uns alleine. Ja, Eigenbrötler. Wer bist du denn? Tyratan Kord. Hallo. Als junger Bursche habe ich Legenden von unsichtbarem Pfad gehört. Deshalb wollte ich Jäger werden. Als ich erfuhr, dass der Orden wieder vereint wurde, musste ich einfach mit meinen Augen sehen. Was beunruhigt euch? Ich denke an verlorene Freunde und an ein Versprechen, das ich halten muss. Okay. Wir schauen uns erstmal ein bisschen um. Was ist hier? Arena-Kampf. Okay. Ein Bärli. Stallmeister, ja. Ohne Pet kein Stallmeister. Tja. Mal Post. Das ist kein Briefkasten. Okay. Sonst ist hier nichts. Ja, nichts. Ja, nichts. Gut, dann gehen wir mal rein in unsere Ordenshalle. Natürlich stilecht. Mit ihm sollen wir reden. Wir schauen uns aber erstmal um. Was ist das? Oh je. Deswegen wollte ich kein Beastmaster spielen. Wir haben keine Post. Was stehen hier alle rum? Das ist eine hübsche Katze. Eierschlange. Was ist hier los? Was ist hier los? Ah, hier können wir dann und von hier aus können wir unsere Mission starten. Ja, gut. Aasvogelbegleiter von Akemi, auch schön.
Alter. Hier gibt es was zu essen, aber nicht für uns. Wir sind nicht eingeladen. Können wir mal rumgucken? Portal nach Dalaran. Ah, gut. So ziemlich klein gehalten. Also die von Magier, die ist sehr imposant, die Ordenshalle. Die hier ist klein. Aber gut. Grüße. Yen. Möge der Adlergeist eure Hand leiten. Seid gegrüßt, Ferox. Es wird mir eine Ehre sein, euch mit eurem Artefakt zu helfen. Voller Kraft. Mit dieser Waffe in euren Händen könnt ihr der Legion einen mächtigen Schlag versetzen. Aber so leicht geben sich die Dämonen nicht geschlagen. Genau wie eure Kampftaktiken muss sich eure Waffe weiterentwickeln. Dieser Altar vor euch ist erfüllt von uralter Magie und den Fertigkeiten sowie der Beharrlichkeit vieler Generationen von Jägern. Wenn ihr eure Waffe darauf ablegt, wird sich mit der Zeit ihr ganzes Potenzial entfalten. Quest. Verwendet den Altar, um eure Artefaktwaffe mit einer neuen Kraft zu versehen. Ja. Mögen die Vorfahren schützen. So. Windpfeile passiv. Erhöht den von gezielter Schuss verursachten Schaden um 12%. So, jetzt seht ihr, die Waffe baut sich auf und diese Fähigkeiten können wir dann halt nach und nach freischalten mit Artefakt Macht. Diese bekommt ihr aus unterschiedlichen Ressourcen, am Anfang hauptsächlich durch Kisten, die ihr in der Welt findet und lootet. Im späteren Verlauf dann durch Bosse, Dungeons, Raids, eigentlich durch alles, was ihr irgendwie spielerisch gerade macht, könnt ihr an Artefakt Macht kommen. So, Windstoß Rang 1. Fokussiert die Macht des Windes durch Tadoa. Sie fügt eurem Ziel 65.000 körperlichen Schaden zu und hinterlässt für 5 Sekunden eine Windspur, die die Bewegungsgeschwindigkeit von Verbündeten umfasst. So, das ist unsere Hauptfähigkeit. Seid gegrüßt. Voller Kraft. Das ist wundervoll. Die zunehmende Kraft eures Artefakts wird die Dämonenarmee in Angst und Schrecken versetzen. Jetzt, wo euer Artefakt bereit ist, wird es Zeit, euren ersten Schlag gegen die Legion zu planen. Sprecht mit Taktikerin Zunderschlag, unserer Expertin in solchen Angelegenheiten. Okay. Geht in Frieden. Trotzdem finde ich der Bogen, ey, der ist so unscheinbar. Wo bist denn du? Nein? Nein, das wollte ich noch nicht. Nein. Da ist die Tante. Seid gegrüßt, Spurensucher. Es wird mir eine Ehre sein, euch im Kampf gegen die Legion zu unterstützen. Die Legion glaubt, dass wir immer noch durch unsere Verluste an den verheerten Küste geschwächt sind. Wir werden ihnen das Gegenteil beweisen. Unsere Späher haben die verheerten Inseln ausgekundschaftet und alles erfahren, was wir vor unserem bevorstehenden Angriff wissen müssen. Es liegt an euch, das erste Ziel festzulegen und den Angriff des unsichtbaren Pfads persönlich anzuführen. Wählt den ersten Angriffspunkt an der Schlachtkarte aus. Die Gerechtigkeit wird obsiegen. Und jetzt können wir unser erstes Startgebiet. Also ihr seht, das ist Legion, verheerte Inseln. Normalerweise früher war es ja so, ihr beginnt zum Beispiel in Asuna, dann geht ihr da, dann kommt ihr hier an, seid Maximallevel, das schaltet sich dann irgendwann zum Schluss frei. Jetzt ist es anders. Wir können sowohl als auch überall starten. Müssen die anderen Gebiete allerdings durchgehen, all dieweil wir ja später auch fliegen wollen, das heißt erkunden etc. pp. Geschichtsstränge erledigen, also da kommen wir nicht drum rum. Und zum Schluss dann hier so Sumura, Samura, ich weiß nicht mehr. Gut, wo fangen wir an? Sturmheim? Also das kenne ich schon, wie gesagt, ich habe schon Magier gespielt, gelevelt, derzeit 108, der liegt aber jetzt brach. Asuna war es von den Nachtelfen. Ich würde sagen, wir fangen mit Valshara an. So. Was ist euer Begehr? Eine ausgezeichnete Wahl. Der Feldzug gegen die Legion hat begonnen. Reist nach Dalaran. Ja, hier haben wir jetzt soweit ja nichts mehr zu erledigen.
Irgendein Item in der Tasche. Nein. Nein. Unsere alte Schusswaffe kann alles weg. Okay. Da sind wir. Oder auch nicht. Katka, ich komme nicht oft in Verlegenheit, dies zu sagen, aber ich habe gute Nachrichten für euch, Ferox. Uldan und die Legion müssen aufgehalten werden. Wenn alles zusammenkommt, Malfurion Sturmgrimm ist es gelungen, in Val'Sharan Land zu gehen und er hat dort auch bereits das Kommando übernommen. Endlich scheint sich das Glück zu uns zuzuwenden. Er wartet zur Stunde auf euch in Lolatil. Das Leben fühlt sich magisch an, wenn alles nach Plan verläuft. Sprecht mit Alodin Wolkenweiß bei Krasus Landeplatz, um euch einen Flug nach Val'Sharan zu sichern. Okay. Lebt wohl. Wir werden uns wiedersehen. Du Kollege? Ich bin geehrt. Ich auch. Alduan, in Val'Sharan wartet dringend Arbeit. Könnt ihr mir einen Flug sichern? Dalaran verlassen? Warum fragt er mich das jetzt? Ja. Viel Glück. Zack, zack. So. Windstoß. Ja, auf die Waffe zugreifen können wir hier. Shift-Rechtsklick. Ihr seht, wir haben 0 Artefaktmacht gesammelt bis jetzt. Da haben wir den ersten passiven Rang. Was würde denn hier kommen? Erhöht den von Zielsuchgeschosse verursachten Schaden um 3%. Verringert die Abklingzeit von Volltreffer um 10 Sekunden. Sowohl als auch beides nice. Windstoß belegt das zusätzliche Ziel mit Zielwasser. Heilender Panzer, Aspekt der Schildkröte, heilt euch im Verlauf eurer Effekte um 12%. Auch nicht schlecht. Erhöht den kritischen Schaden von gezielter Schuss, auch nicht schlecht. Zielsuchgeschosse erzeugen 5 zusätzlichen Fokus. Ja, ich würde sagen, wir gehen so mal in die Richtung hier und dann erstmal hier, dann mal hier und werden sowieso erstmal viele Punkte kriegen und das wird dann zum Schluss immer weniger, beziehungsweise wird es immer schwieriger weiter auszuskillen. Aber schauen wir mal. Ein Rahmob. Ja, geht mir nicht. Ja. Das Feld der Träumer. Ach, jetzt fangen wir doch an dem. Ah, ich habe das falsche Gebiet ausgewählt. Gut. Dann machen wir es. Ja, Malfurion Sturmgrimm, da hätte ich eigentlich schon hellhörig werden müssen. Ah, gut, machen wir. Seid gegrüßt. Wenn alles zusammenkommt, Ilunador, Ferox. Die Natur steht euch bei. Szenarios, Hüter des Heins, Al'Vashara. Es ist schon lange her, dass ich einen Fuß in diese heiligen Wälder gesetzt habe. Viel zu lange. Unsere Aufgabe hier ist einfach Jäger. Wir müssen meinen Mentor Szenarios rufen und herausfinden, wo er die Tränen von Ilun verwahrt. Sie werden euch unserem Ziel näher bringen, Sargeras Grab zu versiegeln und die Legion aufzuhalten. Auf euch warten schwere Prüfungen. Euer Aufenthalt hier lediglich eine Atempause von kurzer Dauer. Kommt, das wird nicht viel Zeit in Anspruch nehmen. Sprecht mit Malfurion. Möge die Natur euren Pfad leiten. Willkommen in Lorathil, der Zukunft, der Zuflucht der Druiden. Auch wenn der Wald nun älter ist, ändern sich seine Geister noch an mich. Ich bin bereit. Mögen die Winde euch den Rücken stärken. Ah, Val'Sharan. Oh. Jeder Schritt in diesem Wald birgt süße Erinnerungen. Vor langer Zeit formten die ersten Druiden dieses Land zu einem Abbild des smaragdgrünen Traums. Ein bloßes Echo. Doch Val'Sharan ist dem Traum so ähnlich, wie es dieser Welt nur möglich ist. Seid bereit, Champion. Bald stehen wir dem Herrn des Waldes gegenüber. Folgt mir! Malfurion, Ilun sei Dank, ihr seid gekommen! Es ist schön, euch wieder zu... Kommt schnell! Es ist etwas geschehen! Er war im Traum, aber nun wacht er nicht mehr auf. Er lässt sich nicht aufwecken. Was ist diese Verderbnis? Wir wissen es nicht. Sie ist erst vor kurzem erschienen.
Wie kann ich euch behilflich sein? So eine Verderbnis habe ich noch nie zuvor erlebt und trotzdem scheint sie irgendwie vertraut zu sein. Möge die Natur euren Pfad leiten. Der Ruf der Natur. Was für eine bösartige Kraft ist das? Ein Fluch, der stark genug ist, einen Halbgott zu lähmen? Das ist unvorstellbar. Schnell, Ferox, ihr müsst die Erzdruiden des Waldes versammeln. Mit ihrer Hilfe können wir Iseria herbeirufen. Sie wird sicher wissen, was mein Mentor so peinigt. Ich werde hier bleiben und Szenario so gut ich kann helfen. Kehrt nach Lorathiel zurück und sprecht mit Aranella. Mögen die Winde euch den Rücken stärken. Entschuldigung. Aranella. Sie weiß, wo sich die Erzdruiden aufhalten. Und bitte beeilt euch. Ja, mal keinen Stress hier. Die Natur steht euch bei. Kein Stress, Kollege. Mein Alter ist da nicht mehr mit. Mach mal schnell. Dauert alles. Fängt schon morgens beim Waschen und Anziehen an, ne? So, hier auf der Minikarte, hier oben rechts, seht ihr, dank eines netten kleinen Add-ons, wo wir die Schätze finden. Überall sind diese kleinen Truhen hier verteilt. In der Regel ist nur Kacke drin, aber Vorführeffekt, ja gut, es ist blau, aber es ist, ja. Wir benutzen den Gegenstand und erhalten, Bams, 35 Artefaktmacht. Ja. So wird sich das jetzt die ganze Zeit hinspielen und durch Queste werden wir noch Artefaktmacht kriegen und. Und wir sollen ja auch Leder kriegen, ne? Sollen wir mal hier. So. Ich dachte, da kommt ein Druide angeritten. Nein. Es war kein Druide. Magere Achse. Wir hätten eventuell Kirschnern lernen müssen in Dalaran. Kann das sein? Was mit dem Schauen Berufe? 700? Lederverarbeitung hat 700? Nein. Bleibt das bei 700? Hab ich schon. Da müssen wir mal drauf achten. Ich will jetzt hier keine Ferdis abschlachten. Nur weil der das so will. Dann ist die nächste Kiste. Manchen können auch nur die, hier unten links in der Leiste, seht ihr es, wo ich gerade mit dem Mauszeiger bin, die Ordensressourcen drin sein. Die braucht ihr später, um eure Anhänger auf Missionen zu schicken. Jede Mission kostet dann halt Ressourcen. So, wir sind wieder da. So, hier soll auch noch eine Kiste sein. Ich denke mal im Haus, oder? Ich weiß es gar nicht mehr. Ja, manche Kisten seid ihr echt wie verzweifelt am Suchen und findet sie trotzdem nicht. Da ist er. So, ich nehme noch hier vorne die Kiste mit, was, oder was immer das sein mag. Zweig der Distelblätter. Ein Spielzeug, bereits bekannt. Ja, wir waren ja wie gesagt schon mit dem Hordenmagier hier. Ich finde die Musik so schön. So, Aranel. Die weite, weite Welt. Der Ruf der Natur. Scenarios braucht Hilfe. Herr des Waldes, wir werden euch nicht im Stich lassen. Belohnung wählen. Schmuckstück. 685 ist jetzt noch schlechter als das, was wir haben. Das eine bringt mir 23 Gold, das andere bringt mir 23,13. Hallo. Hallo.
Bitte zaudert nicht, Jäger. Ich kann mir eine Welt ohne Cerarius nicht vorstellen. Erzdruide des Tals. Tief in unserem Wald verborgen liegt das Mondklauental. Dort findet ihr eine zurückgezogene Gruppe wilder Druiden, die damit beauftragt sind, Valshara vor allem zu beschützen, was den Einklang der Natur stören könnte. Der Anführer dieser Druiden ist Tarn Mondklaue, der entschlossenste Kämpfer der Erzdruiden. Sucht ihn auf und teilt ihm mit, dass Cerarius seine Hilfe braucht. Okay. Was ist der Ruf der Natur? Erzdruidin der Klauen. Nahe des südlichen Waldrandes findet ihr die Höhle der Schläfer. An diesem Ort kommen die Erzdruiden Koda Stahlklaue und ihre eifrigen Schüler ihrer heiligen Pflicht nach, den smaragdgrünen Traum zu beobachten. Findet die Schülerin Relissa Beansang im Stahlklauental und informiert sie über die Krise im Hain des Cerarius. Gibt es Ärger? Ja, es gibt Ärger. Erzdruide der Lehren. Elotir lebt im Einklang mit der Natur im uralten Hain Tashtalar und unterrichtet seine Akolyten in den Künsten des Heilen und im Bewahren der Lehren. Sucht ihn auf und teilt ihm mit, dass er hier dringend benötigt wird. Okay. Gut, wir haben Arbeit. So, hier unten müsste noch eine Kiste sein, die werden wir uns noch holen. Und da ist noch eine Kiste. Also hier findet ihr unheimlich viele Kissen in dem Gebiet. Von daher... Hier ist keine Kiste. Dann wird hier wohl eine Höhle sein. Wir reiten mal hier unten rum. Hier ist bestimmt eine Höhle. Und Bonusziel. Höhle? Keine Höhle? Oder in dem Bonusziel ist eine Höhle? Nein, hier. Wo könnte sie sein? Hier unten? Erz, da oben. So. Ja, ich würde sagen, dann machen wir das Bonusziel mal. Die gab es ja in Draenor auch. Haben euch ja massig Erfahrungspunkte gegeben. Das haben sie hier wohl ein bisschen reduziert. Also es lohnt sich nicht mehr so, die Bonusziele zu machen. Aber wir machen sie trotzdem. Weil es gibt Ressourcen für die Ordenshalle. Und kann man ja brauchen, ne? Außer Reichweite. Gut. Ich hasse den hier vor Schuss, ja. Feststarter. Diebische Distelblattgeister. Niemand weiß genau, warum die Distelblattgeister die Mondschwingeier sammeln, aber sie wollen ihnen bestimmt kein warmes Nest bauen. Sailana Flussbrise weiß sicher, was sich mit diesem hier zu tun ist. Sammelt 5 Eier. Kommst du denn jetzt her? Schweck. Ja, was ich auch cool finde, dass die Mobs jetzt hier reden. Also Dialoge haben. Ich hoffe, dass das nicht nur am Anfang ist, sondern im weiteren Verlauf des Spiels auch so bleibt. Das ist nämlich nice. Wieder typisch Explorer, der visiert alles an und egal.
wir müssen die Eier noch sammeln. Jo. Schuss. Wir pullen alles. Ja, doch nicht. Was willst du? So. Ach, die Eier haben wir schon. Ach so, jetzt verstehe ich. Okay. Quest schon mal die eine abgeben. Machen wir jetzt auch. Stechen, stechen! Was? Hier soll eine Kiste sein. Guten Tag. Elun sei mit euch. Oh, siehst du, die hat noch ein bisschen Arbeit für uns. Bis ich herausgefunden habe, was diese Distelblattgeister vorhaben, muss ich mich auf die Mondschwingen Eier. Muss ich auf die Eier aufpassen. Zumindest sind sie jetzt in Sicherheit. So, dorniger Tanz. Die Distelblattwaldgeister sind vollkommen übergeschnappt. Ich fürchte, sie werden von einer sehr bösartigen Dorntänzerin manipuliert. Ich bitte euch, Freund des Waldes, findet diese verführerische Tun nicht gut und stellt den Frieden am Tümpel wieder her. Besiegt drei Dorntänzer. Elun, erleuchte euren Weg. Die armen Feendrachen leiden furchtbare Qualm. Das Schlimmste daran ist, wenn die Distelblattgeister, mein Gott, was für ein Wort, genug haben, fesseln sie ihre Opfer, um sie später noch weiter zu malträtieren. So kann das nicht weitergehen. Befreit alle gefangenen Mondschwingen. Okay. Die Göttin schütze euch. Wir haben ja sowieso noch ein bisschen was hier zu tun, also von wegen. Wo kann die Kiste sein? Kann die Kiste hier sein? Ist hier eine Höhle? Ja, hier unter Wasser war eine Höhle. Jetzt. Was? Nein, jetzt. Nein. Nein. Warum wollt ihr mich töten? Hab mich vollgegossen. Unter Wasser war eine Höhle. Wo kommen wir denn da rein? Oder war das hier? Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, hier war es. Kann es sein? Ja. Blub. Gut, dass ich Seepferdchen habe. Ressourcen kriegt man denn dafür? 200. Hier kommen wir raus. Hier geht's raus. Der Folge kotzt. Ich weiß nicht. Okay, ich würde sagen, wir machen hier einen kleinen Cut und dann sehen wir in der nächsten Folge, wie es weitergeht hier in Al-Sharah.
und den kleinen Friedenstörnen. Wie heißen sie? Distelblatt-Grobian. Oh mein Gott. Gut, ich hoffe, es hat dir gefallen und ich wünsche dir auf jeden Fall noch einen schönen Tag, schönen Abend, je nachdem, wann du die Folge siehst, und sage tschüss, bis demnächst. Bye bye und ciao, ciao.